Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu der zweiten Folge von Eron. Diesmal im quasi ersten richtigen Abschnitt des zweiten Abschnitts, in dem die Ebenen und die Kugeln jetzt schon relativ spannend verknüpft sind, finde ich. Nein, da habe ich es versaut. Ich muss hier halt nach wie vor diese ganzen Kugeln zerstören, um am Ende den Level verlassen zu können. Allerdings bin ich gerade ein bisschen verwirrt, wie ich das hier machen soll. Vielleicht so? Ah, ja, tatsächlich, so geht das. Aber da muss ich halt unten nochmal die Ebene wechseln. Nach der Kugel. Nein! Hier auch. Verdammt. Das ist ein bisschen eine schwierige Koordinationssache. Gleichzeitig zu springen, zu laufen und die Ebene zu wechseln. Ich bin ja schon froh, ich habe gelesen, dieses... Oh, meine Güte. Weniger reden, mehr konzentrieren. Dass man hier so sprintet, das war wohl in einer älteren Version des Spiels auch ein Tastendruck, was die Koordination noch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Hey. Immerhin ist das in der neuesten Version automatisiert, dass man immer sprintet. Ich glaube, das macht es schon um einiges einfacher. Was zur Hölle? Ich habe doch gerade die Ebentaste losgelassen, um die Kugel zu sprengen. Also vielleicht kurz zur Erklärung, wie man diese Kugeln sprengt. Man wechselt die Ebene, damit man quasi in die Kugel hinein kann. Wenn man in der Mitte ist, dann lässt man die Ebenentaste los. Um halt wieder in die Ebene der Kugel zu wechseln, und dabei wird halt die Kugel gesprengt. Was ist das? Zack, das sind kleine Kugeln, die mich töten. Man sieht im letzten Moment, wenn ich reinspringe, explodieren die. Den kann ich aber relativ einfach ausweichen, weil die in meiner Ebene nur sind. Hier muss ich jetzt wieder so einen Trick machen. Genau, diesmal hat es geklappt auf Anhieb. Sehr schön. Hier wahrscheinlich wieder. Ja, hat auch geklappt. Allerdings kann es halt sein, echt in Zukunft, dass es nicht immer funktioniert mit dem. Weil, wie gesagt, das so ein bisschen tricky ist. Was tue ich hier? Nein! Das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr hoch. Ne, das wird nichts mehr. Bisschen ärgerlich. Aber das Spiel ist zum Teil halt auch echt deswegen so schwer, weil man schon bei einem kleinen Fehler einfach den Abschnitt wieder von vorne beginnen muss. So viel dazu. Aber immerhin sind ja die Abschnitte nicht allzu lang. Wow, das war knapp. So dass man da nicht wirklich viel Zeit verliert. Na, das war blöd. Man sieht hier auch, ich kann jetzt hier gerade die Ebene nicht wechseln. Hier kann ich hoch. Wenn ich dann aber hier drüben stehe und loslasse, dann bleibe ich halt auch in der Ebene. Und sobald ich rausgehe, bin ich wieder automatisch da. Also man kann die Ebene tatsächlich nur dann wechseln, wenn man drüben in der Ebene auch wirklich quasi sein kann, nehme ich an. Das heißt, das, was ich gerade gemacht habe, ich habe die Ebene gewechselt, bin unter die Kugel, da war nicht genug Platz in der Hauptebene für mich. Und sobald ich dann aber hochspringe und in die Mitte der Kugel komme, dann wechsle ich halt automatisch in die Hauptebene, in der ich die Kugel sprenge. Also das macht es dann wiederum ein bisschen einfacher, das Spiel. Also es gibt so... Ja, es gibt einige Sachen, die das Spiel schwer machen, es gibt einige, die es leichter machen. Es ist ein interessanter Mix, aber alles in allem ist das Spiel halt dann doch, zumindest laut Beschreibung und meinen Erfahrungen in den ersten paar Levels, sauschwer. Also nochmal Dankeschön Prinzbuckel, der mir das Spiel geschenkt hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es ganz nett mit mir gemeint hat, muss ich ehrlich sagen. Aber was soll's. Ich spiele es einfach durch, und wenn ich halt zwischendurch ein paar Mal Pausen machen muss, um besser zu werden, dann ist es halt so. Ich sag's mal so, ich habe mir eh vorgenommen, ein paar mehr Plattformer zu spielen. Und vielleicht ist es ja gar nicht übel, jetzt meine Skills mal ein bisschen zu trainieren, damit ich später bei den
Ah, verdammt. Bei den etwas einfacheren Plattformern, die dann dafür wahrscheinlich ein bisschen länger sind, weniger Probleme habe und mich dann mehr auf die Story und so konzentrieren kann, weil Story gibt es hier jetzt zum Beispiel relativ wenig. Das ist mehr so ein technischer Plattformer. Und eine große Story. Ich glaube, es gibt eine Hintergrundgeschichte, die man aber halt im Spiel selber irgendwie nicht erfährt. Na, das war blöd. Immerhin war das eine verzeihende Stelle. So, und das war dann auch schon der zweite Abschnitt. Irgendwie geht es gerade relativ schnell. Die Folgen sind ziemlich kurz. Aber wie gesagt, ich möchte gerne... Na, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich möchte gerne einen Abschnitt pro Folge behalten. Es sind nicht so viele Abschnitte, so viel ich weiß, vielleicht 15 oder so. Und dazwischen auch auf einmal Pause kommen, mache ich lieber ein paar kürzere Folgen. Damit ich nicht irgendwie nach 3 Folgen schon wieder ewig Pause machen muss. Sondern ich hoffe halt, dass ich zumindest die ersten paar Abschnitte relativ schnell schaffe. Und dementsprechend dann, ja, mal ein paar Folgen auf Halde habe, während ich trainiere, damit für euch die Pausen nicht allzu groß werden. Insofern sage ich jetzt einfach mal, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.